Das ist nämlich das, was glaube ich gemeint war. Vorhin. So. Und zack. Ach ja, das. Genau, ach das. Tada! Und nochmal tada! Jetzt kommt man dann zum blauen Schalter, ne? Zum blauen Schalter, genau. Zu dem Unsichtbarkeitsschalter. Ja. Und für den brauchen wir wohl Wario. Na, wie gut, dass einem das so schön angezeigt wird und man nicht etwa rausfinden muss erstmal, wofür welcher Block oder was auch immer steht. Ach Mann. So, ja, aber wie kommt man da dann rein? Ich meine, wo sind denn diese anderen Gemälde dann? Na, vielleicht muss ich da mal ein bisschen suchen. Wie geht's? Da muss ich mich ja anstrengen. Ja, ich kenne das Spiel dann sozusagen gar nicht. Ich guck noch mal im Garten. Da waren ja auch rote Münzen. Auch die Buhrwelt hätte ich ja auch richtig Lust. Ja, ich auch, aber ich komme da nicht rein. Ich weiß nicht wieso. Ach so, Moment. Wenn ich die kaputt mache, dann... Ah! Blödes Vieh. Ah! Den hätte ich doch bestimmt getroffen. Geht doch. Aber das hilft nichts. Moment. Muss ich den als Mario? Oder so? Sieht so aus. Okay, wo kriege ich hier eine Mario-Mütze her? Oder ich switch rüber auf Mario. Kann natürlich sein, dass Luigi in der Buhu-Welt irgendwo gefangen ist. So als Anspielung, ja. Das haben die bestimmt so gemacht, dass man dort nach so einem Gemälde mit ihm suchen muss. Das Gemälde von Luigi ist in der Geistervilla. Ist das? Ja, hat jemand geschrieben. Okay, gut, danke. So, dann holen wir uns erstmal Mario und gehen in die Geistervilla. Wann hat das jemand geschrieben? Gerade ich. Ah, da steht's, ja, stimmt, jetzt sehe ich's auch. Ach so, jetzt sehe ich's auch. Ja, ich weiß leider nicht, warum die Kinder Cindy mir nicht so lieben. Aber wenn die mir das sagen, dann sehe ich's auch. So. Aua! Du blödes. Geht doch. So, Nummer 1. Ein Geisterstrick, ja. Boom. Das war's nicht. Und. Ha, gleich zwei hintereinander. Ah. Ah, komm. Aua. So doch nicht. Ich treffe ihn nicht. Doch, jetzt habe ich ihn. Ah, da ist noch einer mit einer roten Münze. Mit einer gemünzten Route. Oh, jetzt haben wir unsere Wortspiele hier. Okay, Münze Nummer 6, da ist Münze Nummer 7. Wieso haben die überhaupt rote Münzen? Hat Bowser denen gesagt, die müssen um die rote Münze sprechen? Ja, weiß ich nicht, vielleicht mögen die ja auch. Manche von denen hatten ja auch andere Münzen. Was ist das denn für ein Loch? Das will ich noch nicht. Was ist das denn für ein Loch? Ja. Das ist jetzt momentan das falsche Loch, da will ich nicht rein. Wir brauchen wieder Emmy. Und. Oh! Ah! Oh, da habe ich mal so einen ganz bösen, versauten Witz gehört. Oh. Beziehungsweise so Situationskomik, keine Ahnung. Ja, wir haben es ja jetzt schon nach 22 Uhr, also. Ja, aber nicht die Zuschauer. Vor allem, wenn ich merke, wie viele Leute hier unter 18 sind. Aber für den Fall, dass. Mal, wie soll ich das jetzt umschreiben, damit das jugendfrei ist. Also, wenn mal jemand, ihr kennt doch noch Luke 2. Die meisten. Ja. Ich will jetzt doch nochmal in das andere Loch da. So, nein, wenn
wenn irgendwelche von euch anderen männlichen Leuten mal zu der Gelegenheit kommen, so eine Luke 2 zu betreten. Weiß ich nicht, da wär's mal ganz lustig, so, naja. Sozusagen, huch, falsches Loch. Das wäre unerwartet, würde ich sagen. Ah, wäre so eine extra Stage. Ah. Dass der da nicht durchfällt, der Typ. Ja, das war ein auch so, man sieht mich nicht mehr mitunter. Was muss ich denn hier eigentlich machen? Gibt's hier 100 Münzen? Ich denke nicht. Nee. Aber ein paar Münzen gibt's auf jeden Fall. Rote Münzen, ja. Aber was muss ich denn hier jetzt eigentlich? Tja. Also gibt es nur Silbersterne oder was das ist? Ah, ja, ja, stimmt. Silbersterne muss ich holen, ja. Da ist doch die Antwort. Und da haben wir schon einen. So, ah ja, jetzt sehe ich auch, wo die alle sind oder sein sollen. Wenn wir wieder bei Luke 2 sind, ich kann ja mal in den Chat fragen, was euer Lieblings-Running-Gag bei den Dayton-LPs ist. Wahrscheinlich sowieso wieder auf mein Fuß. Ja, ich glaube, es wurden ja schon einige genannt, von daher. Ich spiele hier trotzdem Mario. Dankeschön. Ein. Oh, genau den richtigen getroffen. Okay, so. Das ist bestimmt der. Jetzt komm mal zu mir, du. Blum. Ah! Wieder einen verloren. Was? Lösung 1 cm gebe in Millimeter an ich 100? Ich glaube, je später es wird, umso seltsamer werden die Städte. Oder umso blöder werde ich. Ich weiß es nicht. Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. So, ich hab sie alle. Layton, danke. Klingeling. Wusch, und wieder ein Stern mehr. Geht ja richtig schnell auf einmal hier. Ja. Na, ich glaube, ich mach bis 40 und dann reicht's auch erstmal. Ja. Ja. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Wir wollen ja noch wenigstens noch eine Session machen. Mal gucken, ob ich dann auch wieder rechtzeitig stehe. Ja, aber mal sehen, vielleicht pick ich mir dann jemand anderen raus. Ja. Als Stream-Sklaven. Ja, ich mach sowas aber auch wirklich eigentlich lieber nicht allein. Also ich Let's Play auch eigentlich ungern allein. Ich hab da immer gerne Backup. Kann man es mir verdenken? Nein. Gut. Berühre mich, ja. Aha. Ich hab da gerade mit dem Finger dran rumgefuchtelt. Ja, hier geht es relativ schnell, die Sterne. Okay, wo ist aber Luigi? Ich will Luigi. Wo ist Luigi? Irgendein Gemälde. Ja, ja, ja. Man braucht dafür bestimmt Wario. Du musst das Gemälde erstmal freistampfen. Mhm. Naja, man könnte ja eventuell erstmal normal das Level machen und dann schauen, vielleicht findet man ja irgendwo was. Das gab's hier die Möglichkeit. In Vermächtnis von Aslan, das Duckface von Layton. Aber das war gut, ja. So, ich bin schon oben. Was mache ich hier? Ah, okay. Ja, gut, das hättest du wahrscheinlich eh gemacht. Also ich weiß jetzt, wie du das Bild bekommst. Bin ich hier richtig?
Oh, ja. Ich hab's gefunden! Und das mit einem schönen Wandsprung-Trick. Ach, hier! Aua! Oh Gott, das klingt ja böse. Warum, wer lacht da so? Hämisch. Ah, ich muss. Gute Nacht, Lieder. Nee, ich glaube, ich muss. Ja, ich muss die richtige Dings finden. Ich muss den Geräuschen folgen. Ich könnte wohl gute Nacht gehen. Das passt aber gerade nicht. Ich bin im Geisterhaus. Ja. Schlafe, mein Kindchen, und sterb heut nicht. Kann ich buchen. So, dich will ich jetzt eigentlich. Ach, egal. Ich folge einfach der Stimme. Wir wollen mal Exitu nichts unterstellen. Was will ich? Hört sich an, dass jemand einen Liter Alkohol getrunken hat. Nein! Oder ging es um was anderes? Keine Ahnung. Bestimmt ging es um die Stimme, die ich nicht hören kann gerade. Das ist wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja, der Bu da. Der klingt wirklich so. Ja. So, bitte. Diesmal. Oh, Gott sei Dank. Komm hier noch her, Buhu. Na, ah, falsche Taste. Ich habe die Kamera versehentlich einfach plus. Pizza ist mein Leben. Wie stehst du zu Pizza? Wie ich zu Pizza stehe? Ich habe mir heute erst 3 gekauft. Oh. Ja. Gute Münzen machen wir jetzt, ja. Ach nee, man muss ja die einzelnen Geister besiegen, damit der Boss erscheint. Ja, es kann schon ziemlich anstrengend sein, weil du da mal runterfällst. Ja. So, jetzt diesmal viel besser. Dann kann ich nämlich die roten Münzen holen. Na, also doch rote Münzen. Zumindest erstmal so. So, da lacht es wieder. Hier ist es. Oh, du bist das! Oh, du hast ja schon einige roten Münzen gesammelt. Gut gemacht. Okay. Okay, hier sind wohl 3 rote Münzen. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ich versuche sie trotzdem wirklich alle zu kriegen. Ah! Ich wollte eigentlich einen anderen Sprung machen. Aber gut. Das dauert ja nur wegen der roten Münzen so. Und wir sind weg. So, hoppa. Aber wenigstens kriegst du schöne Musik, wenn du unten bist. Ja. Das ist ja meine Lieblingsmusiken aus dem Spiel. So, diesmal schaffe ich das. Hast du für einen PC? Ah, shit. Was? Ich glaube, ich ging die Frage an dich, oder heißt du eben so? Was du für einen PC hast? Oh, naja, ich könnte jetzt jedes einzelne Teil aufzählen, keine Sorge. Aber ich muss gerade spielen. Nein, und zwar, ich habe als Prozessor schon mal ein AMD FX, 8320. Es ist jetzt nicht so, dass Nonplusultra. Oh, ich komme da nicht ran. Egal. Ich kann ja runterfallen. So, als Grafikkarte eine GT. Also Nvidia GTX 970. Was ist noch wichtig?
16 GB RAM, ich hatte auch zeitweise mal 24. Puh, Motherboard, Crosshair 5, irgendwas, keine Ahnung, wie das genau heißt. Asus Republic of Gamer, steckt da irgendwie mit drin. Hier auf die Platten, die bewegen sich. Ah, die bewegen sich, die Platten. Ja, sag mal doch mal einer. Ist ja geil. Gut, dass das mal... Gut, dass das zur Sprache kam. Ist doch viel einfacher auf einmal. So, aber wo ist jetzt das... Letzte? Die letzte Münze.